Die Series One von Apex Legends geht vorbei und mit diesen letzten, ja, ich würde mal sagen, Stunden dieser ersten Series, der ersten Season, wie sie bei anderen Spielen heißt, verabschieden wir uns von ja, dem Bild, wie wir es hier sehen, denn die Map verändert sich stark. Und wir sind auch wieder mit dabei, unser Death Squad. Allerdings bin ich jetzt hier gerade nochmal alleine, denn ich möchte gerne, bevor ich mit Paul und Daniel, also meinem kleinen Mini-Clan, meinem Squad, wieder auf die Jagd gehe, in Series 2 dann, möchte ich mir die Karte nochmal angucken, damit ich den Vergleich habe. Weil momentan kann ich nicht behaupten, dass ich noch genau weiß, wo hier alles ist. Ich habe seit anderthalb Wochen, zwei Wochen das Spiel nicht mehr gespielt. Ich weiß, das ist jetzt nicht so lang. Aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal einmal jetzt hier rumrennen und ein bisschen schauen. Damit ich euch, wenn wir dann nachher die neue Season spielen, auch vernünftig Auskunft geben kann, was sich wie wo verändert hat. Season, Series, what the fuck, sagen sich einige. Und wer ist der Typ, der da labert? Ich bin Dennis, hallo Leute. Hab mich noch nicht vorgestellt, das mache ich sonst früher. Aber in diesem Fall bin ich zu aufgeregt, weil ich mich tatsächlich auf die zweite Season freue. Ich mag ja Apex Legends wirklich gerne, aber es hat sich jetzt doch relativ lange nichts an dem Spiel getan. Was normalerweise überhaupt kein Problem wäre, aber bei einem Service-Spiel wie diesem, das noch dazu so Battle Royale-mäßig drauf ist und sich damit automatisch ein bisschen an PUBG und Fortnite orientieren muss, Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall schon mal orientiert, ich denke, das können wir feststellen. Bei so einem Spiel ist es natürlich wichtig, dass sich so ein bisschen das Spielerlebnis auch ständig wandelt, weil irgendwann haben die 20, 30, 40, 100 Millionen Spieler oder wie viel auch immer bei einem Spiel alles gesehen und alles 100 Mal gemacht. Ich meine, ich spiele das nicht viel und ich habe das Gefühl, so ja, zu langsam kenne ich die Karte. Ich spiele das wirklich nicht viel, also vielleicht 2 bis 3 Mal pro Woche irgendwie ein Stündchen. Ja. Und jetzt auch schon wieder, wie gesagt, 2 Wochen nicht mehr. Ich denke, da braucht es einfach häufiger mal ein bisschen Veränderung, ein bisschen Anpassung, ein bisschen Abwechslung, damit man sich nicht irgendwann mit dem Spiel langweilt. Ich weiß, das erscheint etwas absurd, wenn man bedenkt, wie das früher war bei Spielen. Also, dass man da auch problemlos monatelang und jahrelang das gleiche Spiel gespielt hat, ohne dass sich viel verändert hat. Also nehmen wir mal so ein Counter-Strike oder sowas. Counter-Strike 1.6. Boah, keine Ahnung. Das wurde bei uns im Freundeskreis damals, als es relativ frisch war, ja, so alt bin ich, wurde das bestimmt 1-2 Jahre lang wirklich jeden Tag gespielt. Und da hat sich nichts verändert. Also, gar nichts. So. Das war eher so ziemlich statisch. Und ich bin ja nicht so ein Counter-Strike-Spieler. Ich habe das immer ganz gerne mal gespielt, aber nicht so, dass ich sagen konnte, ich bin richtig gut oder irgendwas da drin. Ich hatte auch nie genug Spaß dran, um richtig gut darin zu werden. Aber ich habe viel Call of Duty gespielt. Modern Warfare 1 war so meine Droge. Das erste Mal, dass ich richtig süchtig nach einem Online-Shooter war und das wirklich monatelang jeden Tag gespielt habe. Immer noch wenig im Vergleich zu anderen Leuten, die ich kenne, die wirklich versunken sind in Spielen. Ich habe, glaube ich, 600 Stunden Modern Warfare 1 gespielt. Ja, das ist auch schon nicht so wenig, aber es ist eben noch nicht 1000 aufwärts, was locker bei Leuten, die wirklich viel Shooter spielen, passieren kann. Modern Warfare 2 habe ich auch nochmal 500 Stunden gespielt ungefähr, also wenn wir die beiden zusammennehmen, dann sind es über 1000. Aber das ist tatsächlich seitdem auch nicht mehr passiert. Und komischerweise ging das bei den Spielen noch, dass man das gemacht hat, ohne dass es einem langweilig wurde. Nach einer Zeit. Schon komisch irgendwie, ne? Dass das heute nicht mehr so einfach geht.
Also zumindest habe ich das Gefühl, dass hier Apex mal jetzt ein bisschen Veränderung, ein bisschen was Neues gut tun wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das dem Spiel schadet. Formulieren wir es mal positiv. So, ich kann, denke ich, hier so ein paar von den normalen Heil-Items da lassen und mir lieber nochmal so einen fetten Schildbooster mitnehmen. Hier ist jetzt gerade nicht so viel los. Und ist eigentlich eine ganz gute Position. Ich kann hier in Ruhe looten. Hier ist gerade keiner und wir sind relativ nah an der Zone. Ich und die Boys. Auch wenn ich nicht weiß, wer die sind. Das sind ja Fremde. Das ist tatsächlich, weil ich mir schon vorstellen kann, dass ein oder zwei von euch das vielleicht fragen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mit Fremden spiele. Also außerhalb meines mir bekannten Squads. Es ist aber. Es ist schon häufiger mal vorgekommen. Also ich habe schon ein paar Mal mit. Brauche ich eigentlich auch nicht. Mit anderen Leuten gespielt. Aber tatsächlich mache ich das nicht so oft. Wir versuchen schon eigentlich im Team, wenn dann, so ein bisschen zu üben und zusammenzuspielen. Jetzt nicht so streng. Wir trainieren ja nicht ernsthaft für irgendwas. Aber schon, dass man probiert, immer sich möglichst zusammenzufinden und gemeinsam auch so ein bisschen im Team sich abzustimmen und besser zu werden. Eigentlich finde ich hier nur die Sachen, die ich schon habe. Ich habe aber privat natürlich auch vor allen Dingen, um die Waffen kennenzulernen, um die Map ein bisschen kennenzulernen, um mein Aim zu verbessern auch, habe ich auch schon, weiß ich nicht, ein Dutzend Runden oder vielleicht auch mehr, vielleicht sind es auch schon 20, hier auf so Public-Servern sozusagen gespielt, also im Public-Team. Es gibt ja keinen Public-Server, es sind ja alles Public-Server. Momentan noch. Oder Unranked-Server, könnte man auch sagen, im Vergleich zu anderen Spielen. Aber auch das wird sich ja in der Series 2. Oh, Vorsicht. Wird sich das ja verändern. Ich habe nicht so einen guten Zoom. Wo hast du jetzt welche gesehen? Da. Ziel, da drüben. Feind gesichtet. Da ist noch einer, da ist noch einer. Gut, aber muss uns ja jetzt nicht wirklich interessieren. Wo rennst du denn hin, Alter? Ja. Wir müssen doch denen jetzt nicht hinterherrennen. Ja, das meine ich mit Public Server. Public Squad. Es ist ja, man muss ja sagen, Public Squad. Oh nein, jetzt schießt der alleine. Warte doch auf uns, du Trottel. Warum? Was tust du denn da? Allein gegen drei oder was? Was bist du für ein Trottel? Au, au. Ja, klar. Hat er echt einen erwischt? Krass. Bisschen beeindruckend. Das ist ja echt. Schönes Ding. Nicht schlecht. Also, kann man mal machen. Ja, nehmt ihr euch die Sachen. Ich habe ja hier niemanden ausgeschaltet. Oder ich nehme den lilanen hier. Das ist auch gut. Beschleuniger brauche ich nicht. Da ist noch einer. Ich muss mich mal heilen. Hast du ihn? Hast du ihn? Hast du ihn? Oh, fuck. Boah, hier geht die Action ab. Fuck. So, liegt hier noch irgendwas für mich? Körperschild hab ich. Bla 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 bla. Nix Spannendes. Dann laden wir mal den Schild wieder auf. Ich könnte noch einen besseren Helm gebrauchen. Also wenn einer einen blauen Helm sieht, dann schreit. Oh, vielleicht hat der einen blauen Helm. Gucken. Körperschild. Ne, 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 ne. Hier noch ein bisschen meine Waffe erweitern. Ein paar Schildzellen mitnehmen. Kann nicht schaden. Keine Reservemunition. Hat irgendwer mal ein bisschen schwere Munition für mich? Nicht? Schade. Ja, was gibt's alles in der zweiten Season von Apex Legends? Also erstmal verändert sich die Map. Das kennt man ja von Fortnite. Das macht PUBG ja zum Beispiel nicht so.
Fortnite aber schon. Und Apex wird sich daran orientieren. Die ganze Karte hier, die Königsschlucht, doch ein bisschen umkrempeln. Ein paar Sachen werden sich ändern. Die sehen wir jetzt gerade hier nicht so gut, weil wir im anderen Teil der Karte sind. Aber es gibt einen hohen Radar, nicht Radar, hohen Schildturm, der einen Schutzschild erzeugt. So ein Sci-Fi-Ding. So eine Energiebarriere erzeugt, die diese riesigen laufenden Kreaturen, die man im Meer immer sieht hier, neben der Königsschlucht, neben der Insel quasi, draußen hält aus dem Gebiet. Und dieser Turm, der wird jetzt einstürzen, der wird kaputt gehen und dadurch können die Viecher hier reinlatschen. Und das wiederum ändert dann doch eine ganze Menge, weil die halt hier durchlaufen und relativ viel kaputt machen. Und gleichzeitig auch bestimmte Teile der Map schwieriger begehbar machen, weil da natürlich jetzt dann einfach, naja, ich sag mal, fette Viecher rumlatschen, ne? Also es ist... Da muss man dann aufpassen. Also die laufen dann jetzt wirklich auch über die Karte. Also die sind auf der Karte, die trampeln einen dann auch nieder, wenn man da langläuft. Das wird schon mal ganz cool. Regen schließt sich, wir sind aber drin, also alles gut. Und es kommen zum Beispiel unter anderem auch noch andere Tiere, nämlich so eine Art Drachen, die man momentan schon auf der Map sieht. Also wer jetzt gerade auf der Map rumläuft, noch in Series 1. Ich habe kein Scharfschützengewehr, Leute. Ich kann euch da nicht unterstützen. Wer jetzt rumläuft, der kann auch schon diese Drachen sehen an bestimmten Stellen. Die sind aber noch nicht aggressiv. Es soll aber wohl so sein, dass die Drachen zukünftig aggressiver werden. Hinter mir auch? Nee. Ich weiß, dass die da sind. Ist ja gut. Du musst sie nicht weiter markieren. Ich hab's doch mitbekommen. Deswegen umlaufe ich sie ja gerade, um sie von hinten anzugreifen. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht noch irgendjemand anders von der Seite. Au, genau das habe ich gemeint. Ja, wo sind sie? Es macht mir Sorgen, die haben den High Ground. Ihr habt es ja gesehen, hinter mir war jetzt gerade einer. Ich habe sie nicht gesehen. Ich wurde nur beschossen. Ich bin dann geflüchtet mit meiner Wraith Phasing-Funktion, also dass die mich nicht sehen konnten. Aber... Ah, guck mal, da hinten ist irgendwer. Okay, das ist hier eine ganz bescheuerte Situation. Weil wir von zwei Seiten angegriffen werden. Krass. Da oben ist noch einer. Ha! Das war das Squad, oder? Komm, 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 komm. Hast du es bald? Ich habe keine Munition mehr, ich brauche Munition. Hat jemand schwere Munition? Natürlich nicht. Weil warum auch? Ist ja nur die, die ich brauche. Fuck. Ah. Ja, das ist auch noch ein Problem, wenn man sich im Squad nicht absprechen kann. Oder sich nicht abspricht. Dann nutzen alle im Squad die gleiche Munition und man hat halt voll die Arschkarte. Weil wenn wir, ihr merkt es ja immer, wenn wir, spielen als abgesprochenes Squad, dann reden wir ja auch immer darüber, wer welche Munition benutzt. Au. Voll gemein. Beleb ihn wieder. Ich muss jetzt erstmal hier meine... Oh, ich habe kein großes Schildding mehr. Gegen sie. Noch drei verbleibende Squads. Wann bin ich denn so gut geworden? Ich laber hier die ganze Zeit und wir sind trotzdem schon unter den besten drei. Wir haben aber keine gute Position, weil die wissen, wo wir sind. Ich habe kaum Munition.
Wir kommen nicht gut an die ran. Heile mich. Einen Augenblick bitte. Da oben ist ein Loot Drop runtergekommen. Heile mich. Brauche einen Kontakt. Da ist einer. Der kommt wahrscheinlich da jetzt außen rum oder er will zum Loot Drop. Wir sind drin. Ist hier irgendwer? Nee, ne? Hat der schwere Munition? Nein! Großen Rucksack. Ja, nein! Ich komme nicht durch. Ah, ich häng fest. Fuck, fuck, fuck. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht von hinten erwischt werden. Puh, haben wir's? Ich habe keine Munition mehr, ne? Original. Oh, fuck. Ich muss weg. Ich muss mal in Deckung. Scheiße. Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen ruhiger bin, aber hier ist gerade... Ach, komm! Fuck! Nein! Ah, ich war fast um die Ecke. So eine Scheiße. Lebt sie noch? Meine Kollegin, die könnte mich theoretisch retten. Aber dafür müsste sie natürlich herkommen, ne? Ich bin eigentlich in einer ganz okayen Rettungsposition, aber... Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Ja, 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 ja. Hol mich, hol mich, hol mich. Danke. Ich muss mich einmal noch kurz heilen. Phoenix Kid. Der Ring ist nicht weit weg. Noch 45. Komm schon. Okay, jetzt, ich muss jetzt hier die Gefahr auf mich nehmen und hier mich mal in die Kiste ranstellen. Ah, das hat sich aber gelohnt, tatsächlich sogar. Ja, ich hab's kaum gesehen. Vielleicht wäre da die Schrotflinte besser gewesen. Aber wenn ich näher rangegangen wäre, dann hätte mich diese komische Gasfalle erwischt. Naja, Top 3 Platzierung. Nochmal die Karte so ein bisschen gesehen. Aber leider gar nicht so sehr an den Stellen, wo sich was verändern wird. Wie ich schon gesagt habe, es gibt ja in der einen Ecke der Karte, gibt's ja diesen hohen Turm, diesen Schildturm, der wird einstürzen. Dadurch bricht eine Menge Teil der Karte zusammen. Es gibt in der Mitte dieses Flussgebiet, da, beziehungsweise dieses ausgetrocknete Flussgebiet, soweit ich weiß, werden da ein Großteil der Häuser irgendwie zerstört. Dafür wird die Wüste, also in der Wüste werden wohl neue Gebäude gebaut. Da ist dann also nicht mehr so viel Wüste, sondern tatsächlich auch einfach neue Häuser. Also nicht nur so einzelne kleine Hütten, sondern große Komplexe, durch die man laufen kann. Also mit viel mehr Deckung. Dieser verbrannte Wald... Also, da sind wir am Anfang einmal durchgelaufen. Das ist wie so ein großes Areal, wo es einen Waldbrand gegeben hat. Das wird wieder beforstet. Also, da wächst einfach wieder was. Das ist lang genug her, sozusagen, in der Story des Spiels. Also, Story bitte in Anführungsstrichen, weil so richtig viel hat es davon ja nicht. Da wächst dann jetzt wieder was. Und dadurch gibt es dann auch mehr Deckung, weil da einfach jetzt dann... Pflanzen mit Blättern stehen und nicht mehr kahle Bäume.
Und ja, das ist es im Wesentlichen. Wie gesagt, die großen Strider stapfen durch die Karte. Dann gibt es diese etwas aggressiveren ja, Flugkreaturen, die einen zwischendurch wohl auch mal angreifen oder zumindest laut und rumflattern, wenn man in die Nähe kommt. Also sprich auf einen aufmerksam machen. Genau, und dann gibt es noch ein paar Änderungen in der Series 2 zum Thema ja, Spielinhalte neben der Karte. Es gibt einen neuen Charakter. Den wird man, weiß ich nicht, ob man den freischalten muss. Es kann gut sein, dass das auch also keiner von den Startcharakteren wird, sondern einer von den Freischaltcharakteren. Könnt ihr mal gucken hier bei den Legenden. Also momentan sind das ja 9 und es kommt jetzt halt eine 10. Legende dazu. Soll auch relativ bald auch eine 11. folgen, also noch diesen Sommer, soweit sie das bisher bekannt gegeben haben. Aber ich weiß halt noch nicht, ob der neue Charakter, der jetzt dazu kommt, eine Frau, soweit ich weiß, eine Charakterin, eine Legendin, ob die dann eine von denen ist, die schon freigeschaltet sind oder welche, die man hier noch mit gegen Geld oder gegen Spielzeit, wenn man so will, freischaltet. Dann kommt eine neue Waffe dazu, die sieht ganz cool aus. Das ist so eine Art Energiewaffe. Die können wir uns dann auch mal angucken. Ich denke mal, die wird einfach für jeden freigeschaltet sein, weil es sind ja alle Waffen bisher. Da gibt es ja keine Exklusiven. Und was ich sehr cool finde, ist ein Ranked-Modus, der erstmal einfach nur so ein typisches Ding wie bei allen möglichen anderen Spielen hat, dass man in verschiedenen Ligen, Bronze, Silber, Gold, Diamant, Platin, was auch immer, ne, gerankt wird, je nachdem, wie viele Spiele man verliert, wie viele Leute man abschießt, wie gut man in seinem Team kooperiert. Da gibt es verschiedene Faktoren, die sich einrechnen in diese Platzierung. Man bekommt nach jedem abgeschlossenen Ranked-Match bekommt man irgendwie Ranked-Punkte und steigt dann entweder auf, wenn man gegen gleich stark oder stärkere Teams gespielt hat, oder bleibt auf dem gleichen Platz, wenn man halt gegen Schwächere gewonnen hat. Und wenn man verliert, dann sinkt man eben ein bisschen im Ranking. Also ein bisschen wie die Bundesliga beim Fußball oder so, ne? Man steigt auf, man steigt ab. Und wenn man vorne in den vorderen Bereichen des Ranges ist, dann steigt man wie bei der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga auf oder eben ab. Wobei das Absteigen wurde, glaube ich, für Apex Legends abgeschwächt. Man kann nicht absteigen, soweit ich weiß. Also man kann, glaube ich, nur aufsteigen in den jeweils nächsten Rang. Allerdings sind die Ränge in sich auch nochmal in Unterränge unterteilt. Also es gibt dann wohl, sagen wir mal, den Goldrang 1, 2, 3 und 4. Ich glaube, es waren 4 Teile. Das heißt, du kannst sozusagen im hinteren Bereich, im Mittelfeld oder im vorderen Bereich sein und du kannst innerhalb des Ranges auf- und absteigen, aber eben nicht von Gold wieder zurück zu Silber. So habe ich es verstanden. Wir werden sehen, ob es doch tatsächlich so ist. Ich muss sagen, ich bin zwar überhaupt kein E-Sport-Mensch, aber oder nicht kein Dollar, aber mich reizt das schon so ein bisschen, wenn ich so einen Vergleich habe einfach. Also momentan, jetzt zum Beispiel, das war mein erstes Mal da seit 2 Wochen, dass ich Apex Legends gespielt habe. Und ich war ziemlich gut. Ich bin mit einem fremden Squad, also mit 2 mir nicht bekannten Personen, mit denen ich auch nicht reden oder kommunizieren konnte, bin ich Vizemeister geworden. Wir waren nur die letzten 2 Squads. Also es waren nur noch wir und die, die uns umgebracht haben. Wir haben fast gewonnen. Und da frage ich mich dann immer, bin ich einfach irgendwie gar nicht schlecht? Also bin ich ganz gut so? So naturtalentmäßig? Ne? Keine Ahnung. Oder ist es einfach mega Glück, weil jede zweite Partie, die ich einfach mal so mit Fremden gespielt habe in den letzten Monaten, endete so in den Top 3 oder 4. Aber es muss ja auch immer 15 Teams geben, die dann vor mir rausfliegen. Also 15 mal 3 Leute, ja? 45 Menschen sind im Schnitt immer schlechter als ich. Warum? Ich bin doch kein besonders guter Spieler. Also wirklich nicht. Ich spiele ganz passabel Shooter und jetzt kenne ich das Spiel ganz gut, weil ich es schon 20 Stunden gespielt habe oder so. Aber 20 Stunden bei einem Online-Shooter, bei einem Multiplayer-Ding, wo man gegeneinander spielt, kompetitiv, das ist ja eigentlich nicht viel. Also da fängt es ab 200 Stunden an, dass man sagen kann, man kann da mitreden, normalerweise. Und deswegen bin ich gespannt auf so einen Ranked-Modus, weil da wird man ja wirklich mal konfrontiert mit seinen eigenen Schwächen. Ja, weil man wird eingeschätzt, man spielt meistens ja irgendwie so ein paar Partien, so 5 Stück oder so, und wird dann eingeschätzt, ja, du bist ein Silberspieler, du bist ein Bronzespieler, du bist sogar schon Gold oder was auch immer, je nachdem, wie viele von den 5 Mann, wie gut, mit wie viel Vorsprung oder was auch immer gewinnt. Und
da wird's ja dann, da wird's dann ja, ehrlich eingeschätzt, ne? Also da kann man sich dann nicht mehr verstecken hinter irgendwie seiner Selbstentschätzung, dass man vielleicht die Male, wo man sofort verloren hat, komplett ignoriert in seiner Erinnerung und sich nur an die erinnert, wo man so gut war, wie ich jetzt eben. Und dann denkt, oh, ich bin ja eigentlich ein total guter Typ. Und ja, das wird dann ganz knallhart aufgedeckt, wenn das Spiel das unparteiisch bewertet sozusagen, wie gut man war. Deswegen bin ich echt gespannt, mich da mal so ein bisschen jetzt zu messen in den nächsten Wochen mit anderen Leuten, gerne auch mit euch. Schreibt mir auch bei YouTube gerne unter das Video, wenn ihr auch mal mitspielen wollt. Ihr seht es ja jetzt gerade, die meine beiden Squad-Mates sind gerade noch nicht verfügbar. Wir hatten uns heute für 19 Uhr abends verabredet zum Spielen nach der Arbeit und ich bin einfach um 18 Uhr schon da gewesen. Dachte, ich spiele jetzt schon mal eine kleine Runde zum Warmwerden. Und in solchen Fällen gerne, spielt gerne mit. Also schreibt mir, dann adden wir uns bei EA hier irgendwie, bei Origin. Und dann spielen wir zusammen Apex. Das ist lustig. Ich hoffe, das macht Spaß. Ich hoffe, es macht euch auch immer noch ein bisschen Spaß zuzugucken. Ich finde nämlich das Spiel immer noch sehr spannend und ich verstehe auch nicht, warum in letzter Zeit alle immer so aufstöhnen, wenn irgendein Spiel sagt, ich kriege einen Battle Royale-Modus. Das ist ja, also es hat sich ja auch keiner beschwert, als das 10. Spiel einen Deathmatch-Modus bekommen hat. Damals, nachdem Doom den erfunden hat. Dann hat Quake, das Nachfolgespiel quasi von Doom, den auch gehabt, weil es nun mal das Trademark von id Software war, von id Tech. id Tech ist die Engine von id Software. Und danach hatte aber jeder Shooter ein Deathmatch. Ja, Half-Life hatte ein Deathmatch und wie sie alle heißen, alle hatten einen. Und da hat sich auch keiner beschwert. Und dann irgendwann hatten alle Spiele große Karten und irgendwelche Flaggeneroberungen. Ja, das hat Battlefield gemacht und dann plötzlich hat das jeder. Und dann, jetzt gibt es halt den Spielmodus Battle Royale. Es gibt halt ganze Spiele, die sich darum drehen, aber es gibt halt, ich finde das nicht schlimm, wenn Battlefield jetzt auch einen Battle Royale-Modus hat. Du musst ihn ja nicht spielen. Es ist ja nicht plötzlich das alte Battlefield-Spiel, Gameplay ist ja nicht plötzlich weg. Es gibt es ja immer noch. Es gibt ja nur zusätzlich so einen Modus. Kann man ja auch einfach links liegen lassen. Bei Fallout 76 genauso. Ganz ehrlich, das Spiel hat genug Probleme. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn das jetzt auch noch einen Battle Royale-Modus hat. Also wer jetzt noch Fallout 76 spielt, der kann auch mal den Battle Royale-Modus ausprobieren. Alle anderen spielen es ja sowieso nicht. Also hör einfach, liebes Internet, hör einfach auf, dich aufzuregen und spiel schöne Spiele. Das ist doch was Feines, oder? Und wenn sie dir nicht gefallen, liebes Internet, dann lass es einfach. So halte ich das zumindest. Wenn mir ein Spiel nicht gefällt, spiele ich es einfach nicht. Ja, aber ich hoffe, Apex Legends gefällt euch immer noch so gut wie mir. Mir macht's mehr Spaß als PUBG. Das spiele ich auch gerne, aber nicht so gerne mittlerweile mehr. Dafür ist es das hier, das Gameplay ist einfach griffiger. PUBG fühlt sich immer noch ein ganz kleines bisschen so an, als würde man DayZ spielen. Wie früher. Ja, also mit clunky, komisch klettern und irgendwie Bewegungsabläufe nicht richtig. Die Animationen sind irgendwie glitchy und komisch und das Waffenhandling ist auch nur so mittelgut. Und Apex Legends hier, das ist ein polierter, richtig guter Shooter. Das macht einfach Spaß, damit zu ballern. Und das ist schon wichtig, finde ich, als Kerngameplay. Na gut, Leute. Also, gute Nacht, gute Schlacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann ja vielleicht schon in Series 2. Vielleicht auch noch eine Folge in Series 1 oder so. Aber es geht auf jeden Fall bald in die neue Runde. Ja, bis dahin, macht's gut, ciao.